Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkey. Ist das die DAX-Analyse für Mittwoch, den 22.04.2020? Und wenn man unser DAX so anschaut, dann hat er von hinten ordentliche Welle überbekommen und zeigt hier, hat sich trotzdem gut gehalten, ist auch schön gelaufen, hat alle wichtigen Marken beachtet, ist eigentlich sauber die Station angelaufen, können wir auch nochmal gleich reingucken. Ansonsten, bevor wir das aber machen, ist mir noch eine Sache echt wichtig. Das liegt mir wirklich am Herzen, weil sie machen mich sonst kaputt. Ja, da muss ich immer einfach hier eine Wasserstandsmeldung geben und sagen, so geht das nicht. Ich nehme das niemandem böse, wenn er Fragen hat und auf mich einzeln kommt. Und normalerweise machen wir das auch so, dass wir jeden Einzelnen auch tatsächlich direkt immer wieder helfen. Bei uns kriegt jeder eine Antwort. Jeder, der im Premium-Dienst ist, der uns eine Mail schreibt, die wird immer beantwortet. Ne? Was zeitkritisch ist, wird versucht auch priorisiert zu behandeln. Wenn jetzt jemand sagt, ja, er will in den nächsten Monaten irgendwo investieren, was hält man von dem Wert und dem Wert? Das kann dann auch mal vielleicht 3, 4 Tage dauern, bis dann eine Antwort kommt. Aber im Grunde kriegt bei uns jeder eine Antwort und das wirklich Zeit. Na, und oft innerhalb der nächsten Stunde sogar schon. So, und das ist was uns echt auszeichnet und was uns einzigartig macht. Und das, ich glaube, das können wir in dem Sinne, ja, wo fange ich jetzt eigentlich an? Soll ich Ihnen das, sag Ihnen kurz das Grundproblem. Wir haben heute knapp 400, 420 Zuschriften gekriegt per Mail. Fragen, Probleme, Sorgen, Nöte von, Teilnehmern aus dem Premium-Dienst, von Leuten, die bei uns auf der Seite registriert sind, aber auch von vielen, die noch gar nicht bei uns auf der Seite sind, die einfach nur die Videos gucken. Sie dürfen nicht vergessen, die Videos, die gucken 1500 registrierte Google-Nutzer. Wenn Sie da noch alle dazu rechnen, die nicht mitgelistet werden in dieser Zahl, die unten unter dem Video steht, nämlich die, die zum Beispiel das Video angucken auf einer eingebetteten Seite irgendwo auf einer anderen Plattform, das wird nicht mit hochgezählt. Alle, die das auf einem Gerät oder Browser aufrufen, wo kein Google-Konto angemeldet ist, das wird auch nicht registriert, das wird auch nicht protokolliert und hochgezählt. Das heißt, da können Sie schon mal gut mal 2, mal 3, mal 4 rechnen, dann haben Sie die Anzahl von Nutzern, die das Video gesehen haben, die Fragen haben könnten, die Redebedarf haben. So, und dann glauben Sie mir, es gibt 5 Sachen, oder 4 Sachen, die passieren können. A, sie sind long, B, sie sind short. Sie wissen nicht, was sie machen sollen. Sie haben eine komische Kursstellung. Sie finden das Produkt nicht. Oder sie kommen aus ihrer Position nicht raus. Das sind die einzigsten Fragen, die den ganzen Tag kommen. Immer wieder und immer wieder die gleichen. Und das ist, sie müssen sich ein bisschen davon lösen, dass sie die einzigsten sind, die hier Probleme haben am Markt. Und alle anderen gewinnen nur, ne? Also so ist es nicht. Es haben alle die gleichen Probleme. Es sitzen alle vor dem gleichen Kurs. Und was glauben Sie, was macht der Markt? Was glauben Sie, was machen von den 4000 Leuten, die hier das Video gucken, was machen 4000 Leute in dem Moment, wo der Markt hier unten auf eine bestimmte Barriere läuft, die wir angesprochen haben? Er verbindet damit was. Er hat eine Frage, wie geht es jetzt weiter? Und das sind überall die gleichen Fragen. So, und genau das ist der Grund, warum wir oder ich damals eine Plattform gegründet habe, um das zu zentralisieren. Ne, anfangs money-monkeys.de, um dann eben immer an einer Stelle einfach an die Leute zu schicken, hier, das ist unser Problem oder das ist euer Problem, ne, einfach im Forecast und das ist meine Lösung dazu. So, wir haben damals gemerkt, okay, funktioniert jetzt ganz gut in die eine Richtung, aber wir haben noch zu viel Rücklauf auch, ne? Wir haben zu viele Mails und so weiter und so fort, wollen das gerne ein bisschen zentralisieren. Was haben wir gemacht? Haben die neue Plattform aufgesetzt, money-monkeys.com. Wer das nicht gesehen hat, das ist sie. Jetzt gibt es einige, die wollen sich nicht registrieren von. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Also ich persönlich finde es einfach geil, was wir hier gemacht haben. Das ist so eine krasse Arbeit gewesen. Das ist so viel Zeit, die wir da reingesteckt haben. Das ist so. Ich weiß gar nicht, das hat auch so lange gedauert, bis das soweit alles funktioniert hat. Das sind so viele Nächte draufgekommen, indem man hier rumgeschraubt hat und noch gefeilt hat und noch was gemacht hat. Das ist von jedem, der daran mitgewirkt hat, so eine großartige Leistung. Und ich bin den Jungs so unendlich dankbar, die hier mitgeholfen haben. Ich bin so unendlich dankbar jedem einzelnen Mitglied, das hier mit getestet hat, das hier mit geguckt hat, dass das alles passt, Fehler gezeigt hat, Rechtschreibfehler gefunden hat und was nicht alles noch war. Ne? Das ist so viel wert. Und was haben wir jetzt hier geschaffen? Wir haben eine Möglichkeit geschaffen, wo Sie an einer Stelle eine Frage stellen können. Und ich verspreche Ihnen, die Frage, die Sie sich stellen, haben mindestens 20 andere Leute, wenn nicht gar 100, 200 oder gar 1000 andere Leute. Ne? Die Frage, die Sie sich stellen, die haben 100, 100%ig, das unterschreibe ich Ihnen mit Blut, Siegel und
tot 100 sicher. Selbst wenn sie sagen, ich bin bei einem Broker, den, wo nicht jeder ist, und ich habe hier eine Order, mit der ich nicht auskomme, und das ist ja ein ganz persönliches Problem, weil nur ich WTI oder nur ich irgendeine bestimmte Aktie handeln will. Nein! Ne? Wenn Sie hier reinschreiben, oh, ich bin bei Broker so und so, ich habe gerade ein Problem, ich bekomme keinen Kurs, was glauben Sie, wie viele da anspringen, wie viele Ihnen helfen können? Ne? Wir können Ihnen helfen, und wenn wir Ihnen die Antwort schreiben, sehen das 20 andere auch oder 100 andere, denen das in dem Moment hilft. Und das ist einfach meine Bitte, nutzen Sie das. Das ist so geil, das ist so wertvoll, und vor allen Dingen schaffen Sie damit eins. Sie schaffen es, dass ich gesund bleibe und nicht an einem Herzinfarkt hier wegsterbe. Wenn ich hier, wir haben hier über 400 Mails reingekriegt. Wir haben alleine 20 Chat-Anfragen auf der alten Plattform gekriegt von Leuten, die eine Nachricht gekriegt haben, hey, unsere Plattform gibt es nicht mehr, bitte melde dich bei money-bankies.com an. Teilweise haben wir dort bis zu 20 Nachrichten verschicken müssen, um den Leuten klarzumachen, wir können ihnen dort nicht im Einzelfall helfen. Sie haben aber ein Problem, was andere auch haben. Und sie sollen doch bitte auf die neue Plattform kommen, sich anmelden. Machen viele nicht. Warum macht ihr das nicht? Warum nicht? Weil ihr vorne euren Namen eingeben müsst. Ganz ehrlich, das verstehe ich nicht. Dann würde ich euch am liebsten das Video verbieten. Ihr kriegt von mir so viel kostenlosen Content. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass ich hier keine Fake-Accounts drin habe, sondern die Namen zu den Leuten, die hier was schreiben. Damit ich einfach weiß, mit wem ich es hier zu tun habe. Und ich kicke Leute raus, die hier drinnen stänkern, die hier drinnen nur pöbeln oder Scheiße machen. Ich will hier einfach einen niveauvollen Chat haben, und dafür verlange ich nur, dass man sich eben tatsächlich anmeldet und den Namen preisgibt. Ja, das ist das Einzige, was ich für das alles haben möchte, was ich hier anbiete. Für die ganzen kostenlosen Informationen, die Sie hier den ganzen Tag draus ziehen. Und das ist kostenlos. Und da kann man schon so viel mit anfangen, was hier alleine den ganzen Tag im Chat geballert wird. Das ist so unglaublich viel, was hier einfach, gucken Sie das an, was hier den ganzen Tag durchgeht. Das ist alles wertvoller Content, den Sie irgendwo für sich nutzen können. Mitglieder, die andere ihre Trading-Ideen schreiben, ne, wo man sagen kann, okay, das ist you, das kann man mit nutzen. Es ist einfach klasse. Ne? Also, nutzen Sie es, melden Sie sich da an, money-monkeys.com, gucken Sie sich das an, und dort schreiben Sie Ihre Fragen dort rein, da wird alles beantwortet. Innerhalb von wenigen Sekunden, Minuten kriegen Sie dort eine Antwort. Wenn mich aber hier, ich weiß nicht, wie viele heute angerufen haben, 300 Leute, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie oft das Telefon geklickt hat, ich habe es einfach nur zur Seite geschoben, ich konnte nicht rangehen, ich kann das nicht. Ne? Also da bitte ich dann auch einfach um Verständnis. Ich kann an Tagen, wo viel los ist, es geht nicht, wie soll ich es machen? Ich kann nicht jeden einzelnen 10 Minuten am Telefon helfen, das geht nicht. Na, und mir fehlt dann das Verständnis, dass Leute das nicht verstehen. Na, und ich meine, ich habe heute schlecht geschlafen, ich bin vielleicht auch ein bisschen angekratzt und ein bisschen fertig einfach von dem Tag, ne, weil das echt viel war heute. Aber bitte, 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 bitte versuchen Sie auch für uns den Aufwand realistisch zu machen. Und niemand von Ihnen ist, was Training angeht, hat niemand einzigartige Probleme. Das haben alle andere auch die Probleme. Und in dem Moment, wo Sie hier reinhalten, helfen Sie uns, Sie helfen sich, Sie haben sofort Ihre Antwort, Sie kriegen Ihre Antwort von mir, von meinem Team oder von unseren Mitgliedern, die auch, das sind viele fähige Leute dabei, da ist richtig wertvoller Content auch von anderen, die hier schreiben. Was soll ich sagen? Also, das ist, was ich Ihnen anbieten kann. Jeden per Telefon betreuen, ich kann das nicht, das tut mir leid, das geht nicht. Ich kann auch kein Einzelcoaching machen, ich habe nicht die Zeit, mich am Tag mit jemandem im Coaching zu treffen, weil mein Herz brennt hier, vielen zu helfen. Und das kann ich nicht, wenn ich 2 Stunden lang ein Einzelcoaching rausblocken muss, das geht dann nicht. Ja? Also hier einfach um Verständnis gebeten, nochmal die Plattform gezeigt, nutzen Sie das, das ist ein gutes Ding. Also ich bin sehr zufrieden, wie sich das entwickelt, wie das gelaufen ist. Wir bauen hier stetig weiter, hier kommt immer mehr dazu. Ne? Wir bauen jetzt hier gerade das Plugin fertig. Die Bibliothek haben wir, die ersten Videos schon fertig gemacht, sind bloß jetzt durch das ganze WTI-Drama gar nicht dazu gekommen, das hier richtig einzuhängen. Da kommt jetzt immer mehr dazu, und dann da kommt auch hier so eine, das ist noch nicht fertig, da sehen Sie jetzt nichts, wenn Sie draufklicken, ne? Da steht nur eine Coming Soon-Seite. Ne? Aber da kommen dann auch kostenlose Kurse rein, wo wir einfach Grundlagenwissen vermitteln, wo ich sage, Leute, wenn man mit echtem Geld handelt, dann sollte mindestens mal ein paar Sachen einfach wissen, ohne dass ich dafür Geld haben will. Einfach, ne, Sie müssen auch mal meine Situation verstehen. Sie haben alle die gleichen Probleme und Sie kommen immer wieder zu mir. Und es sind immer die gleichen Probleme.
Ja, also ich bin wie so ein Papagei. Ich erzähle eigentlich immer nur das Gleiche, den ganzen Tag immer nur das Gleiche, immer nur das Gleiche. Und da ist mein Anspruch einfach ein Video also so eine Videoreihe zu machen, die wir dort kostenlos auch mit bereitstellen können, wo einfach so Basiswissen vermittelt wird, wo ich sage, okay, wenn da jetzt noch was kommt, dann sind das halt wirklich Sachen, die man sich annehmen muss, aber man fängt halt viel auch ab und da muss es halt hingehen. So, jetzt habe ich hier ordentlich Zeit verballert, wahrscheinlich vor 10 Minuten. Versuchen wir die Analyse ein bisschen kürzer zu machen. Ich wollte es Ihnen nur noch mal vorgestellt haben, weil ich glaube, ich weiß nicht, was Sie sich vorstellen, warum sich nicht so viele da, also es sind viele registriert, ohne Frage, ne? Aber wir machen so gute Arbeit, schon alleine mit den Videos. Wenn Ihnen die Videos helfen, hilft Ihnen doch auch alles andere, was wir machen. Ne? Man muss doch gar nicht diesen Premium-Dienst auch buchen, man kann das machen, weil das hilft Ihnen noch mehr als die Videos und vielleicht hier im Chat. Aber das bricht doch keiner sich einen ab, sich zu registrieren da. Gut. Egal, also das kann ich Ihnen anbieten, das ist meine Möglichkeit, wie ich Ihnen helfen kann über den Tag und das klappt gut und wir machen dort gute Arbeit und ich glaube, das kommt auch echt gut an, so das Feedback von den Leuten ist, also wir haben bisher nur positives Feedback bekommen und viel konstruktive auch Kritik, das ist auch für uns wichtig, was können wir besser machen, was können wir noch anders machen. Nehmen wir uns alles auf, ne, immer, wir nehmen jede Kritik auf, versuchen das irgendwie zu verarbeiten, selbst die ganze Seite, die Sie hier sehen, das ist letztendlich zusammengetragene Vorschläge von unseren Mitgliedern, Wünsche, die die gehabt haben, Sachen neu zu machen, Sachen besser zu machen. So, lange Rede, kurzer Sinn, was machen wir jetzt mit dem DAX? Zuerst mal vielleicht zum WTI, Katastrophe, also, was der gemacht hat, ich glaube aber, der ist fertig. Na, ich möchte mich da wirklich mal weit aus dem Fenster lehnen. Hoppala, das sollen Sie vielleicht nicht gerade sehen, dass ich hier 500 € gut gemacht habe. Kriegt man das nicht irgendwie aus? Geh weg. Oh. So. So. Wir hatten nämlich, also wir haben einen Short, einen Long drin gehabt, der ist uns ausgestoppt gewesen, aber man konnte im WTI ja trotzdem relativ gut auch was noch mit drinne holen. Wenn man ein bisschen weiß, wie Trading funktioniert, das ist aber so schnelllebig, das können wir gar nicht, sowas kann ich mal auf einem Seminar gerne erklären, aber dass man dann sowas auch wieder ausgeglichen und rausgerissen kriegt, auch wenn der Markt die ganze Zeit fällt, ist eine andere Geschichte. Was ich Ihnen zeigen will, ist, viele sind so jetzt der Meinung, der war so tief noch nie, der muss ja jetzt auf Minuskurse fallen. Freunde, bitte. Mich hat vor einer Woche oder was vor 1,5, 2 Wochen, hat mich einer gefragt, ja, Martin, hier, du sagst doch immer mal, du kriegst doch ganz gut mit, wie deine Leute so sind. Wie ist denn das Sentiment momentan im WTI so? Dann habe ich gesagt, du sind alle long, 100%. Es gibt keinen, der short ist. Na, das ist das Ergebnis, was wir jetzt gesehen haben. Soll ich Ihnen mal sagen, wie es jetzt ist? Hat keiner mehr Bock, die Scheiße zu handeln. Oder es kann gar keiner mehr handeln. Na, also von den 10, wenn man vorher sagt, 10 von 10 Leuten waren vorher long drin, sind von den 10 Leuten mindestens 8 ausgestoppt worden, rausgeflogen oder nicht mehr am Markt drin. Na, zwei sind vielleicht sogar jetzt Short drin, ne? Die spekulieren jetzt hier auf minus 10 und keine Ahnung. 3 bis 4 haben überhaupt keinen Bock mehr da drinnen zu handeln. Die haben so die Schnauze voll, die haben mit Trading komplett abgeschlossen, weil sie sich mit WTI völlig verzockt haben. Ne? Das heißt, das sind gar nicht mehr so viele jetzt hier long drin. Das heißt, vom Sentiment her ist es eigentlich genau heute der Tag gewesen, wo das kippt. Ne? Wo hier vielleicht auch eine Umkehr reinkommen kann. So, und wenn wir jetzt mal sagen, ja, der war hier noch nie, was soll der jetzt hier machen? Dann klar war hier 86, war er hier, ist ordentlich angeflattert gekommen von 30. Jetzt ist er hier runtergekommen von 99, waren wir hier schon mal im Bereich gewesen. Das heißt, wir haben hier letztendlich sogar einen Doppelboden, den wir als Unterstützung angetriggert haben. Und der WTI hätte jetzt hier von hier eine gute Möglichkeit, zumindest mal die Tiefs von 2021, gegebenenfalls sogar 27 jetzt hier anzulaufen. Ist in dem Sinne eigentlich sogar eine Long-Chance. Sollte man halt Umkehrsignale jetzt abwarten, ein bisschen vorsichtig sein. Aber vom Sentiment her ist der momentan super. Es sind so viele jetzt, haben so viele die Schnauze voll. Richtig interessanter Basiswert. Jetzt sollte man mal reingucken von diesen. Naja, der fällt jetzt auf minus 10. Also, das war der Future, dass der Minus abgerechnet hat, ist auch eine gewisse Sondersituation gewesen. Den konnte man nicht mehr kaufen, diesen My Future. Das ging nicht. Man hat ihn nicht kaufen können. Ne? Also, das ist nicht verwunderlich, dass der so nach unten durchgeballert ist, weil man konnte ihn einfach nicht kaufen. Also, ich habe es auch nicht gekonnt. Ich konnte als Profit den aktuellen Future kann man kaufen. Ne? Deswegen glaube ich auch nicht, dass der hier komplett bis auf minus 50 oder was durchballert. Ich könnte mir vorstellen, dass es das gewesen ist und dass der sich stabilisiert. Was ich jetzt mache, ist hier jetzt ein bisschen abwarten, dass der zur Ruhe kommt. Gehe davon aus, dass der sich jetzt hier aber auch wieder gefangen kriegt. Und das kann aber auch eine Weile dauern. Da muss man ein bisschen Zeit mitnehmen, aber man muss bitte, 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 bisschen realistisch bleiben. Ne? Also,
zu unterstellen, dass man jetzt die nächsten 10 Jahre an der Tankstelle Geld bekommt, wenn man da was aus der Leitung zieht, ich glaube, das ist ein bisschen fernab der Realität. Und wenn Sie heute mal mit dem Auto draußen rumgefahren sind, also ganz ehrlich, das ist doch gefühlt wie vor 3 Wochen. Also die Situation, die ist schon durch das bisschen Lockerung, was wir jetzt hier überall haben, sowas von normalisiert, ne? Das Einzige, was glaube ich fehlt, sind die ganzen Pendler, die jetzt im Homeoffice stecken. Aber gut, es ist auch nicht das Einzige, was hier WTI hängt. Da hängen auch viele Sachen, andere Sachen zusammen. Egal. Förderung, ich gehe davon aus, da wird noch ein bisschen Kürzung reinkommen. Gehe davon aus, dass wir hier eine Stabilisierung um diesen Doppelboden herum bekommen. Meinetwegen lassen Sie den hier nochmal ein neues Tief austesten. Dann sollte er aber hochdrehen. Für mich ein schönes Long-Setup. Ich warte jetzt hier. Wir waren long drinnen, sind ausgestopft worden. Also sind früh rausgeflogen hier im WTI jetzt. Ich würde aber hier dann jetzt einfach auch mal kurz warten. Es ist auch gut, dass wir rausgeflogen sind, ne? Sonst hätte man ja hier 67 die Scheiße immer noch aussitzen müssen. Also da hat man auch nichts gekonnt. Dann lieber einfach mal hier, was weiß ich, 10, $15 nichts gemacht und dann eben noch mal neu ansetzen. Und das wäre jetzt hier auch meine Devise. Gut, dann haben wir das jetzt erstmal abgefrühstückt, gucken kurz auf den DAX. Warum war ich so begeistert im DAX? Wir haben im Premium-Dienst, schreiben mir jetzt so den ganzen Tag immer so, ne? Gibt es ja mehrere Updates, geht es immer ein bisschen hin und her und das ist Wahnsinn, wie der gelaufen ist. Also, wir haben hier oben zum Beispiel geschrieben, gehabt als 3,30, 2,80 jetzt unten raus das nächste Ziel gewesen ist. Dann kam mir die 3,30, die hat übelst krass verteidigt, richtig gut, ist dann hochgezogen. Dann haben wir kurz vor den Amerikanern haben geschrieben, so passt auf, jetzt kommen die Amerikaner rein. Die Amerikaner waren gestern fies drauf, waren böse. Haben alles rausgeschlagen. Wenn sie jetzt alles rausschlagen müssten, müssen sie da und dahin. Und dass ich mir vorstellen könnte, oder dass das besonders fies wäre, wenn sie eben über die 4,30 gehen, weil dort jetzt die nachgezogenen Stops liegen. Was haben sie gemacht? 4,30. Dann haben wir gesagt, okay, wenn sie dort aber Schwäche zeigen, also wenn sie Schwäche zeigen, wieder runterfallen, sollte man nochmal mit 2,80 und dann auch 2,30 rechnen. Was hat der Markt gemacht? Ist auf 2,30 gefallen. Dann haben wir im Update geschrieben, gut, jetzt war er bei 2,30, sollte man jetzt mal einen Rücklauf einplanen. Warum? Weil hier ein Doppelboden ist. So, Rücklauf. Sollten bis 3,30, 3,5 gehen und von dort könnte es dann schon wieder ein bisschen zucken. So was hat er gemacht, der Markt ist auf 3,30. Also, Freunde, also wenn man, ich kann vielleicht nicht viel, aber das kann ich. Ne? Und den DAX auseinandernehmen, das ist halt einfach meine Spezialität. Sonst würden sie sich wahrscheinlich auch nicht immer die Videos hier reinziehen. Ne? Und das kriegt man hier für ein paar Euro einfach hinterhergeschmissen. Für meinen Geschmack ist es einfach zu wenig, was wir im Premium-Dienst nehmen. Aber ich weiß auch um den Zustand, dass es viele gibt, die hier einfach nicht, was weiß ich, pro Tag 500, 600, 700 € rausziehen, sondern die mit einem 500-Euro-Depot vielleicht ankommen, wo es dann schon ein bisschen was anderes ist, wo auch, was weiß ich, 70, 80 € Abogebühr halt ordentlich zu Buche schlagen. Aber das ist, also ich finde, es ist geschenkt. Kann sich jeder von unserer Arbeit überzeugen, sieht jeder unsere Arbeit den ganzen Tag. Ich finde, wir machen super Arbeit. Mein ganzes Team, also ich bin auf jeden Einzelnen, ich würde die Hand für die ins Feuer legen. Also da ist jeder seine Ikone auf seinem Gebiet halt. Ne? Also da hat jeder voll. Ich suche die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, das sind Experten für die Sachen, mit denen sie was machen. Und ich suche mir die Besten, um mit den Besten zusammenzuarbeiten, um eine Celebrations-Packung aufzumachen. Ne, also, Freunde, das gut, Haken dran, erledigt. Was hat das jetzt für DAX für Bedeutung? Wir haben gesagt, Trigger ist angeschlagen, haben wir gestern gesagt. Deswegen sollte der DAX weiter runter Richtung hier 3,30, 2,80. Haben wir sogar im Video gesagt. Ne? Es war nicht mal nur im Premium-Dienst. Die 3,30, 2,80 haben wir auch im Video mal gesagt. Dort sollte der DAX zeigen, ob er hochdrehen kann. Darin steckt er noch. Das heißt, das ist jetzt zum Mittwoch wichtig. Kommt er jetzt hoch, hat er nämlich noch mal Platz bis an die 500 ran. Und von dort könnte er schon wieder runterfallen. Na, also der Fall jetzt hier, der ist durchaus noch legitim. Muss ich gucken, dass ich den richtigen nehme. Der ist durchaus noch legitim und unser DAX könnte an die 10.500, 10.515 können er noch ransteigen. So, okay, dann kriegt man jetzt hier nicht hingezogen. Ich hätte gerne so, dass es sinnvoll aussieht. Machen wir das so, dann passt das. Das ist noch möglich, das ist noch drin, das kann passieren. Sollte der DAX aber, Alan, was wir gestern gesagt haben, hier drunter gehen, sollte der hier weiterfallen, bestehen Eskalationsspielräume. Wir hätten hier im Angebot die letzten Hochs, 10.150 bis 10.100. Das ist eine interessante Knautschzone. Ich persönlich würde vorsichtig sein, dort lang zu gehen. Persönlich denke, der geht tiefer.
Aber man soll es auf dem Schirm haben, zuckt der DAX nämlich hier deutlicher in dem Bereich, ne, auf diesen alten Hochs, ist eine Umkehr komplett möglich und der DAX kann relativ zügig in einem Bereich um 10.500 hochlaufen. Das ist viel von da unten, deswegen sollte man da aufpassen, das sind gut 400 Punkte, das sitzt man nicht aus, wenn man da unten erst Short reingeht, ne? Das tut weh. Deswegen da einfach aufpassen an den Tiefs. Ansonsten geht er tiefer. Rechne ich damit, dass, wie sehen Sie diese rote Kerze hier? Das wird unser Fokus. Ne, diese Eröffnung von dieser Kerze, die war um 9,947, das heißt, die 9,950 ist erster Anlaufpunkt, wäre demzufolge auch mein Ziel, wenn wir jetzt hier neue Tiefs bekommen. Wenn wir unter 230, 200 abtauchen, ist mein Ziel 9,950 und die 9,8. Ja, das hier, so, ne, da wo die Doji-Kerze zählt, das ist so ein bisschen mein Fokus. Ne, 9,50 bis 8, ja, am weitesten 8,50. Das wäre meine Zielzone, wenn der DAX zum Mittwoch Schwäche zeigt. Sollte der sich brutal schwach zeigen, also richtig lange Kerzen machen, überhaupt kein, also auch hier in dem Bereich nicht halten, durchziehen, muss man mit einem Gap Close rechnen und der dürfte bei 9,530 liegen. 9,530, 9,527 ist es, um ganz genau zu sein. Auch interessant wäre dann hier unten der Bereich um 9,630, 9,640. Ne, das ist eine kleine Überraschungsmarke, aber ich glaube, das Gap geht dann zu. Ne, die wird bloß mal kurz nach oben zucken, die 9,640, und dann wird er tiefer gehen. Ja, also man muss aufpassen. Wir haben letztens davon gesprochen, der DAX geht hier aus seinem Abwärtstrend raus. Ne? Eins, zwei, drei Kontakte hat er gehabt, haben wir gesagt, beim vierten Mal geht er raus. Das ist der vierte, der ist schon draußen. Na, also da ein bisschen aufpassen. Insbesondere unter 200 sollte man hier Short suchen und mitgehen. So, damit sind wir hier jetzt am Ende. Mehr kann ich gar nicht mitgeben. Im Tageschart sind wir deutlich abgekippt. Hier hatten wir das mittlere Bollinger Band im Blick. Das liegt nun bei 10.116. Und, aha, okay, ich selber auch nicht auf dem Schirm gehabt. Das gibt natürlich den Hochs hier ein bisschen mehr Würze. Also schauen Sie sich das an. Gucken Sie sich hier an, wie die reagieren. Geht aber drunter. Man könnte das ja zum Beispiel so machen. So würde ich es vielleicht machen, ne? Dass ich Short dann rausgehe, so im Bereich um 10.150, 10.100. Mir das kurz angucke. Eine kleine Gegenreaktion vielleicht abwarte, denn die könnte auch gut nochmal nach oben, ne? Also so eine 200 ist von dort nach oben schon nochmal drin und dann von dort wieder runter. Und dann würde ich mir zum Beispiel bei 10.200 dann einfach den Short wieder reinholen, ja, den ich hier rausgenommen habe. Oder aber der Markt geht runter per Stundenschluss und ich lege ihn wieder rein. Na, aber aus so einem Niveau würde ich schon mal kurz realisieren, ein bisschen Geld auf die Tasche holen und wenn das genug ist, dann sogar kann man da auch einfach Feier machen. Ja? Muss nicht immer übertreiben, denn Gier frisst Hirn ist schädlich am Markt. So, ich hoffe, ich habe mich nicht unsympathisch jetzt gezeigt. Ich hoffe, Sie können das einfach verstehen, dass ich auch nur ein Mensch bin, dass ich zwar Sachen gut kann, aber mich gibt es nicht tausendmal halt. Ne? An mich gibt es einmal und deswegen muss ich versuchen, Ihnen zu zeigen, wie Sie am meisten von mir haben. Und das ist nicht, wenn Sie mich im Chat privat kontaktieren, sondern es ist tatsächlich, wenn Sie an die Stelle gehen, wo Sie zentral sind, weil in dem Moment, wo Sie mir die Frage stellen, ersparen Sie mir schon, dass 10 andere die Frage fragen müssen, weil die Leute die Antwort dann schon im Chat sehen. Ja, also das ist Herzenssache, das ist einfach wichtig. Ich gebe mir Mühe, so viele wie möglich durchzukriegen, so viele wie möglich auf die grüne Seite mitzukriegen, aber bin kein Gott. Ne, also ich kann mich einfach nicht tausendsteln und hundertfachen, es geht einfach nicht. Ich kann mir viel Mühe geben, aber am meisten würden Sie mir einen Gefallen tun, wenn Sie auf unsere Seite kommen und die zentralen Flächen einfach nehmen. Da kann ich Ihnen einfach, ich kann Ihnen einfach so am besten helfen. Und ich wünsche Ihnen was, viel Erfolg, gutes Gelingen. Wir hören uns morgen wieder. Ciao.